Ist es entschuldbar, 164 Menschen zu töten, wenn dabei 70.000 gerettet werden können? Kann Leben gegen Leben abgewogen werden? Mit der Beantwortung dieser ziemlich schwierigen Fragen befinden wir uns mitten in meinem heutigen Thema. Das Theaterstück Terror von Ferdinand von Schirach und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bespreche heute die Inszenierung am Düsseldorfer Schauspielhaus unter der Regie von Kurt Josef Schildknecht, die am 3. Oktober 2015 Premiere feierte und nun nach 48 erfolgreichen Vorstellungen in die neue Spielzeit 2016-2017 übernommen wird. Falls ihr das Stück also noch nicht gesehen haben solltet, dann kann euch meine Rezension ja vielleicht davon überzeugen, im Herbst den Weg ins Theater zu gehen. Kommen wir aber nun zu meiner Anfangsfrage zurück. Kann ein Mensch freigesprochen werden, der wissentlich 164 Menschen tötet, um dafür 70.000 zu retten? Genau darum geht es in Terror. Lars Koch ist Bundeswehrpilot. Als ein Flugzeug mit 164, da haben wir die Zahl, Passagieren von einem Terroristen entführt wird und dieser per Funk bekannt gibt, dass er vorhat, dieses Flugzeug in die vollbesetzte Allianz Arena zu steuern, ist Lars Kochs Einsatz gefragt. Er feuert mit seinem Kampfflugzeug mehrere Warnschüsse ab. Doch als diese keine Wirkung zeigen und das Flugzeug sich im Sinkflug auf die Arena befindet, beschließt Lars Koch, obwohl ihm ausdrücklich gesagt wurde, dass er nichts tun darf, das Flugzeug dennoch abzuschießen. Alle Insassen sterben, die Arena wird jedoch verschont. Ist Lars Koch nun schuldig oder unschuldig? Das Besondere am Stück, das entscheiden wir, die Zuschauer. Die Zuschauer werden von Anfang an als Schöffen bezeichnet. Und Ferdinand von Schirach hat dementsprechend auch zwei Enden geschrieben. Übrigens, kleiner Spoiler-Alarm, in 48 Vorstellungen am Düsseldorfer Schauspielhaus ist Lars Koch bis jetzt 48 Mal freigesprochen worden. Hängt das nun an der guten Argumentationsfähigkeit der Verteidigung, am Düsseldorfer Publikum oder allgemein an der guten Performance der Schauspieler? Entscheidet selbst. Mit der Erlaubnis Gottes habe ich diese Maschine in meiner Gewalt. Freut euch, Gemeinschaft der Muslime. Die Kreuzritterregierungen Deutschlands, Italiens, Dänemarks und Englands haben unsere Brüder getötet. Nun töten wir eure Familien. Ihr werdet sterben, so wie wir gestorben sind. Der Terrorist? Der Terrorist? Das Geschoss ist in das linke Triebwerk der Lufthansa-Maschine eingeschlagen. Die Hitze der Explosion. 164 Passagiere. 70.000 Zuschauer im Stadion. Die haben ihn getötet. Jeder einzelne Mensch. Er strebt wie sie nach Glück. Krieg gibt es nun einmal nicht ohne Opfer. Kommen wir nun aber mal zu meiner Meinung zu Stück. Kurz gesagt, ich fand's richtig spannend, gesellschaftlich und politisch total relevant und einfach eine klasse Teamleistung. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich keine einzige Sekunde gelangweilt. Ich fand's richtig spannend und ich habe auch irgendwann total vergessen, dass ich mich in einem Theater befinde. Diese Gerichtsverhandlung hat sich wahnsinnig echt angefühlt. Und das nicht zuletzt wegen des schlichten, aber ästhetisch dennoch sehr ansprechenden Bühnenbilds von Heinz Hauser, das in elegant geschwungenen grau-weißen Linien daherkommt. Und die bilden eben eine gute Leinwand für die Performance der Darsteller. Alle Schauspieler spielen ihre Rollen mit sehr großer Ernsthaftigkeit und Authentizität. Und ich möchte hier ganz besonders Moritz von Treuenfels, der Lars Koch spielt, und Nicole Heesters, die Rolle der Staatsanwältin verkörpert, lobend hervorheben. Sie haben beide nicht umsonst den Publikumspreis Gustav am 11. Juni abgesahnt, denn das Düsseldorfer Publikum fand sie anscheinend, genauso wie ich, wirklich ganz klasse. Das Stück ist übrigens nicht nur in Düsseldorf, sondern deutschlandweit ein echter Erfolg. Es wurde mittlerweile an 38 Theatern in 337 Vorstellungen aufgeführt und viele weitere werden noch folgen. Es wird auch in anderen Ländern gespielt, zum Beispiel in Österreich, der Schweiz, in Dänemark, in Ungarn, Slowenien, Israel und sogar Venezuela. Mittlerweile haben es 116.664 Menschen gesehen. Ziemlich stolze Zahl. Und
Ich glaube, es ist eine gute Schätzung zu sagen, dass es auch in der nächsten Spielzeit 2016-2017 noch ein sehr relevantes Theaterstück bleiben wird. Falls ihr euch für die weltweiten Abstimmungsergebnisse interessiert, also Lars Koch, schuldig gesprochen oder eben nicht, bietet der Verlag, durch den das Theaterstück vertrieben wird, eine ziemlich gute Website an, wo ihr das alles nachschauen könnt. Und die Links dazu findet ihr natürlich unten in der Infobox. Zum Schluss noch ein paar Worte zum Autor Ferdinand von Schirach. Er hat viele Jahre lang als Strafverteidiger gearbeitet und ist in den letzten Jahren zu einem der erfolgreichsten deutschen Literaten geworden. In seinen Büchern Verbrechen und Schuld, die beide übrigens die Bestsellerlisten angeführt haben, absolut zu Recht, finde ich, und seiner Sammlung von Essays, die Würde des Menschen ist antastbar, verarbeitet er seine Erfahrungen vor und hinter den Kulissen des Gerichtssaals. Terror ist sein erstes Theaterstück, aber seine anderen Werke sind auch schon für Bühne und Fernsehen adaptiert worden. Ich finde, Ferdinand von Schirach hat ein sehr gutes Auge für wichtige kleine Details, die seinen Geschichten eben besonderen Reichtum verleihen. Das sind vermeintliche Nichtigkeiten, die die Handlung nicht wirklich voranbringen, den Text aber sehr viel nahbarer machen. Und zahlreiche Szenen und Schilderungen in Terror haben mich an dieses besondere stilistische Mittel von Schirach erinnert. Abschließend kann ich nur sagen, ich gebe diesem Stück wirklich 2 Daumen ganz nach oben. Es ist ein sehr, sehr guter Text. Es sind gute Darsteller, eine gute Bühne. Es ist einfach ein ganz großartiger Abend. Die nächsten Vorstellungen in Düsseldorf sind übrigens am 28. September und am 10. Oktober. Und falls ihr nicht in Düsseldorf wohnt, dann schaut doch mal, ob das Stück in eurer Nähe gespielt wird. Und schreibt mir mal eure Meinung zu diesen Inszenierungen unten in die Kommentare rein. Ansonsten bleibt mir nur noch zu hoffen, dass ich euch mit meiner kleinen Rezension davon überzeugen konnte, ins Theater zu gehen. Und schreibt mir doch auch bitte mal in die Kommentare, welches Stück ich als nächstes rezensieren soll. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.